Schnee und Eis schrecken diesen Mann nicht. Töpfermeister Martin Burberg unterwegs im Michelsberger Wald auf der Suche nach Ton. Genauso wie das Hunderte von Generationen vor ihm auch getan haben. Ja, ich finde das eine interessante Sache, weil Ton gibt es hier in der ganzen Gegend. Ne? Und einfach mal aus selbstgestochenen Ton irgendwas zu probieren, finde ich schon hochinteressant. Die Michelsberger Tongruben wurden seit Menschengedenken genutzt. Rund um Jesberg und den kleinen Weiler Hunshausen brannte man Töpfe, Haushaltsgefäße und auch Dachziegeln aus dem Material. Martin Burberg will aus diesem Ton alte steinzeitliche Gefäße nachbauen, genauso wie vor Tausenden von Jahren. Hört sich interessant und spannend an, hat aber seine Tücken. Der ist so verunreinigt, da sind so viele Pflanzenwurzeln drin, Steine, weiß der Geier. Das muss jetzt mal so, na, ein, zwei Wochen dauert das, bis ich den sieben kann. Und so sieht er aus, wenn er seine wochenlange Reinigungsprozedur schon hinter sich hat. Der wird dann ordentlich durchgewalkt, damit er sich nochmal richtig gut vermischt. Dabei wird die Luft aus dem Ton geknetet. Das ist wichtig, denn beim Brand würde die Ware sonst platzen. So. Ja, das ist schöner Ton. Und man simuliert im Prinzip eine Drehscheibe. Man dreht den Topf immer in der Hand, immer ein Stückchen weiter und drückt leicht und gleichmäßig. Aber ich bin auch davon überzeugt, wenn die Menschen damals schon Drehscheiben gehabt hätten, hätten sie die auch benutzt. Burberg und seine Frau arbeiten bei den kleinen Fingerschalen aber ganz authentisch. So, Werkstattzeichen rein. Na los, guten Tag, Herr Blumenauer. Georg Blumenauer ist Hobbyarchäologe. Er hat ein kleines, von der Behörde genehmigtes Privatmuseum. Diese Scherben eines steinzeitlichen Topfes hat er auf seinem Acker gefunden. Martin Burberg soll eine Replik für das Museum anfertigen. Sehr schönes Stück, gefällt mir sehr gut. Schöne Zeichnung. Ist auch fein gearbeitet. Also ich finde, das ist ja nun immerhin gut 6000 Jahre alt. Ne? Ja, ja. Und da hatten die wirklich schon super Technologie. Okay. Und so soll's hinterher aussehen. Vor 6000 Jahren haben die Töpfer Tonwürste mit der Hand gerollt, aufeinandergelegt und zu einem Gefäß verstrichen. Martin Burberg nutzt aber für komplizierte Nachbauten die Töpferscheibe. Das geht schneller, ist deshalb für ihn wirtschaftlicher. Nur Fachleute erkennen hinterher den Unterschied. Für die Repliken verwendet er entweder guten, gereinigten Michelsberger Ton oder zugekauften aus dem Westerwald. Je sauberer, desto besser die Ergebnisse beim Brand. Ist der Topf mal in Form gebracht, verarbeitet er ihn allerdings so weiter, wie es die Menschen in der Steinzeit machten. Fürs Polieren habe ich so einen ganz, ganz glatten Kiesel. Das ist so ein Drachenstein, heißt der. Die haben sie in der Nähe von Dinosaurierknochen gefunden. Und die hatten die im Magen zur besseren Verdauung, so wie Hühner. Die Drachensteinpolitur macht den Topfboden glatt und dicht. Da muss man erst mal drauf kommen. Vor 6 Jahren habe ich auch mal so steinzeitlich gelebt. War eine sehr interessante Sache. Und da fing das eigentlich an, dass ich so angefangen habe, aus den eigengesuchten Ton Sachen herzustellen. Kleine Daumenschälchen und so weiter. Und dann eben auch Repliken. Damals wagte Martin Burberg ein Experiment, das auch vom Fernsehen begleitet wurde. Mit seiner Familie und anderen lebte er für einen Sommer, so wie die Menschen vor 6000 Jahren, in einem jungsteinzeitlichen Dorf. Er war dort wie im richtigen Leben Töpfer, durfte aber nur so produzieren wie die Menschen damals. Seine Ware brannte er mit einfachem Holz und Stroh. Daraus entwickelte sich seine Leidenschaft für diese alten Techniken. Die werden ziemlich sicher überleben. Das hoffe ich doch. Deckel drauf. So zu brennen ist ein Risiko, auch wenn dieser Ofen fast modern wirkt gegenüber einem Brand im Erdloch. Ob er aber in 2 Stunden genügend Hitze schafft, die den Ton brennt, ohne ihn zu zerstören? Das Gefühl ist gut. Ich bin Optimist.
Ah, das sieht doch eigentlich ganz gut aus schon mal. Wenn man mal so oberflächlich guckt. Oder sehe ich da Scherben? Ist okay. Hört sich gut an. Ne? Wie viel Grad hat der gekriegt? Also hört sich schon so nach 700 Grad an. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ganz gut. Ob das stimmt? Hm. Ja, ist okay. Ist auch gut, dass es nicht ganz schwarz ist. Heute hat alles geklappt. Das ist aber nicht immer so. Daher redet Martin Burberg nicht über Preise. Die werden ausgehandelt.